Liebe geistige Welt, ich möchte euch heute fragen, wie wird man zu einem ehrenhaften Mann? Ich möchte dazu noch gerne kurz erwähnen, dass ich auf diese Fragestellung komme, weil ich ja das Glück und die Gelegenheit habe, so viele unterschiedliche Menschen zu treffen und diese betrachten darf. In ihren Lebensprozessen, wo sie stehen, was sie ausmacht, wie sie sich zeigen in ihrem Leben, in unterschiedlichen Lebensaltern. Und gewiss könnte man sagen, es gibt manche, die sind von Natur aus ehrenhaft und andere, die lernen es nie. Doch wann immer sich doch unehrenhafte Energien zeigen, gibt es doch einen Drang nach Heilung und Lösung, nach Entfaltung. Und ich möchte euch gerne fragen, an dieser Stelle, was braucht es dazu, um als Mann in seinem Glück, in seiner stabilen und starken männlichen Energie zu stehen? Und ich freue mich über eure Durchsagen. Hallo, Cynthia. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Und hallo an dieser Stelle auch, Priapus. Ja. Wir erwähnen ihn hier speziell an dieser Stelle. Das war nicht in der Planung, weil wir wissen, wie sehr er von diesen Informationen profitieren wird und somit in dieser Wechselwirkung zu dem, was wir hier sagen, auch zu den Energien von dir, sind ja für sämtliche Männlichkeiten maßgebliche Informationen nun durchgegeben werden wollen. Die männliche Energie. Erfährt in diesen Zeiten einen sehr großen Wachstumsschub. Und dieser Wachstumsschub kann bei vielen Männern Irritationen und Verwirrung auslösen. Und diese Prozesse sind schon seit einigen Jahren in Gang und werden noch weiterhin einige Jahre benötigen, um das Selbstbild Mann vollständig läutern und transformieren zu können. Diese Läuterungen gehen tief. Sie gehen an das Eingemachte in den männlichen Energien. Und sie müssen von jedem Mann angeschaut und verstanden werden. Es ist wie eine Prüfung, eine Selbstprüfung im Rahmen eines Wachstumsprozesses. Und diese da heißt auch im einen oder anderen Fall mit seiner männlichen Energie voll übers Ziel hinauszuschießen. Sich in der Männlichkeit unsicher zu fühlen, sich unfähig zu fühlen, sich hinterfragt zu fühlen und sich dann selbst zu hinterfragen. Und sein eigenes Ego dabei immer wieder neu zu erkunden, auch zu erkunden, dass eben genau über dieses Ego viele Machtspielchen abgehalten werden können. Und das Spiel von Macht, von männlicher
Zerstörungswut muss gespielt, aber auch verstanden werden, um daraus zu läutern und wiedergeboren zu werden. Und es ist in aller Regel mit Schmerzen verbunden. Denn irgendwann werden diese Machtspielchen auch auf Seiten der Männlichkeit, ob sie im Leben draußen oder im geheimen, verborgenen stattfinden, auffliegen. Und mit dem Auffliegen jener Machtspielchen sinkt die männliche Energie in ihre Depression. Sie muss in die Depression geführt werden, damit Innenschau stattfinden kann, um daraus zu läutern. Sich selbst zu erkennen, zu verstehen, wo die männliche Energie in diese Übermachtstellung gegangen ist und wie erwähnt über das Ziel hinausschoss, den Vogel abgeschossen hat und somit Zerstörung und Tod gebracht hat für die anderen Energien rundherum. Es ist normal und es gehört im Rahmen der männlichen Energie zu einem Aspekt des männlichen Schattens. Denn wer diesen männlichen Schatten nicht durchlebt oder durchlebt hat, hat nicht die Möglichkeit aufzusteigen, sich zu erkennen, in den Transzend zu gehen und zu verstehen, wer er ist. In anderen Worten, der Missbrauch muss geschehen, um sich selbst im Spiegel erkennen zu können. Es ist ein Weg, der quasi von jedem Mann beschritten werden muss, auf der einen oder anderen Ebene, und es spielt keine Rolle, in welchem Bereich dies geschieht, um daraus abgekoppelt verstehen zu können, wer er ist, wie seine männliche Energie wirkt oder gewirkt hat und dass er in diesem Sinne auch erkennen kann, dass er durchaus männlich ist, auch wenn es ein absoluter Fehlschuss daneben war. Und wir können euch sagen, dass dies unabhängig des Lebensalters immer wieder eine reife Prüfung von juvenilen, ja, jugendlichen männlichen Energien ist, die logischerweise noch nicht in ihre Reife gefunden haben, die immer wieder Vögel abschießen müssen, um ihre Mannbarkeit aufs Neue zu erproben. Für manche Männer ist es so, dass sie in diese Obsession verfallen. Sie bleiben in dieser Energie hängen, aus Angst. Aus Angst, sich zu verlieren. Und sie wollen nicht in die Maturität ihrer Reifeprüfung kommen. Und das ist in Ordnung. Das darf sein. Doch sie müssen dann auch
Verantwortung übernehmen für alles andere in ihrem Leben, was ebenfalls juvenil bleibt, was nicht an innerer Größe wachsen kann, was Frucht tragen und Frucht bringen wird und somit auch in die so tiefen und auch sehr erfüllenden Energien der wahrhaftigen Partnerschaft oder auch der wahrhaftigen Vaterschaft zu kommen. Und ja, es gibt Männer da draußen, die sind Vater, aber ihre Reife ist juvenil. Sie sind jugendlich. Sie wollen nicht in die Reife gehen. Und manche können es auch nicht. Denn Verantwortung zu übernehmen ist in jedem Fall eine urmännliche Energie. Sie geht aber auf Kosten ihrer Jugendlichkeit, der jugendlichen, ungestümen Energie und lässt es nicht zu, in die Reife zu kommen. Weil sie in alten Glaubensmustern und den damit verbundenen Vorstellungen hängen bleiben und somit nicht aufsteigen können oder wollen mit einem wesentlich ihnen gerechteren Zustand und Status. Wenn du also danach fragst, wie wird man ein ehrenhafter Mann, so ist es bei jungen Männern oft noch ein Ego-Spiel und bei Männern in der Reife, die sich nicht verändern wollen, ebenfalls das Ego-Spiel. Sie können es aber nicht als ein solches identifizieren. Sie sind nicht veränderungsfreudig oder haben das Gefühl, die Veränderung wäre schlecht oder würde einen Abbruch tun an ihrer vermeintlich jugendlichen Energie, obwohl die Haare grau werden, die Wangen anfangen zu hängen und die Haare aus den Ohren wachsen. Es ist somit nichts anderes als eine männliche Selbstgefälligkeit, welche die Männer hier selbst ausbremst und darüber hinaus auch die Eitelkeit, welche sie nicht in ihre Reife führen lässt. Und dann gibt es hier auf der anderen Seite Männer, die kommen als junge, kleine Babys zur Welt, sind verantwortungsvoll, wachsam, liebevoll, gütig und mit einem großzügigen Herzen, haben ein großes Verständnis für die Menschen, für die Frauen und führen tadellose Beziehungen. Für diese ist es selbstverständlich keine Herausforderung, durch diese Prozesse zu gehen, weil sie schneller in ein Akzeptieren kommen in Bezug auf das, was ihr Leben mit ihnen vorhat. Man könnte also auch sagen, es sind die ein wenig älteren Seelen, die damit vielleicht optimaler umgehen könnten und
Gleichwohl müssen wir sagen, es gibt auch alte Seelen, die an ihrem jugendlichen Wahn festhalten und somit erst sehr, sehr spät in ihre Reife und männliche Würde treten können. Das ist alles gut. Es gibt aus unserer Sicht keine Eile. Und jedes Leben geht seinen ganz ureigenen Verpflichtungen und Präferenzen nach. Und das ist auch gut. Was wir euch an dieser Stelle raten, und wir sprechen hier explizit die Männer an, ist zu vertrauen. Vertraut auf das, was euch das Leben gibt, womit euch das Leben versorgt. Nehmt es an, auch wenn es für euch subjektiv gesehen mit Herausforderungen oder Schwierigkeiten verbunden ist. Nehmt es an, sobald ihr in eine Annahme kommt gegenüber dessen, was ist, auch wenn es, wie gesagt, mit Schmerz, Kummer oder gar Leid verbunden ist, wann immer ihr akzeptieren könnt, dass das, was ist, eben ist, findet von alleine in eurem Inneren eine Zustimmung statt gegenüber dem, was sich eure Seele vorgenommen hat zu erleben. Und diese innere Zustimmung, das Ja sagen und akzeptieren, ermöglicht euch, schnell ins Wachstum zu kommen und somit dem, was ihr sagt oder was ihr meint oder was ihr euch wünscht, als ein Mann in eurer Männlichkeit zu sein, zu wirken, auch tiefgründig erfahren zu können und in jene Lebensweisheit für euch vordringen zu können, so wie sie für euch bestimmt ist. Und alle Erfahrungen sind gut. Alle Erfahrungen sind wichtig und richtig. Und der Kontrast von der Aktion eures Egos, verbunden über die Themen der Angst, die so nah aneinander angeknüpft sind, über den Verlust eurer Männlichkeit, eurer männlichen Identität, über den Verlust eurer Jugendlichkeit, werdet ihr durch Akzeptanz schneller heilen können und vor allem dem Neuen, dem Anderen, was euch erwartet, was für euch bestimmt ist, zu sein als Mann, schneller assimilieren können. Somit ist die Entwicklung von Gleichmut in den männlichen Prozessen, wie auch in den weiblichen Prozessen, so wichtig. Und wir können euch nur positive Energie und Vertrauen schicken, dass ihr euch so annehmen dürft, wie ihr seid, mit all euren Zweifeln, mit dem Gefühl, dass ihr Kontrolle halten wollt über euer Leben, dass ihr statisch und starr seid, dass ihr eben nicht vertrauen könnt an das, was
euer höherer Selbst mit euch vorhat und dass ihr genau deswegen auch diese Dissoziation und die inneren Spannungen erleben müsst, um euch in eurer eigenen Abgespaltenheit zu erfahren, weil euer Ego in dem Fall sagt, etwas anderes wäre besser. Das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass ihr es erkennt. Und wenn ihr es erkennt, dass ihr es zulasst, dass Lösung für euch geschehen kann, dass ihr euch selbst nicht einen Druck generieren müsst, es anders machen zu wollen, als gegen euch selbst zu arbeiten, euch selbst zu richten oder euch selbst anzuklagen. Es soll nicht sein. Und ihr dürft freundlich sein im Umgang mit euch selbst. Die Strenge, die Spitzfindigkeit über die Meinung, wie ihr zu sein habt, loslassen. Und im Rhythmus eures Lebens mitgehen. Die Männlichkeit in der Reife hat so viele wunderbare Gesichter. Sie ist ein Ausdruck von einer bestimmten inneren Weisheit, von einer Fähigkeit zu lieben, sich selbst zu lieben, sowie die anderen zu lieben und somit auch innerlich ruhig zu werden, loszulassen von den Schmerzen, von den Kämpfen, von etwaigen Optimierungsgedanken. Oder fixierten Gedanken von Zwängen und Obsessionen, insbesondere auch, was euer Bild gegenüber der Weiblichkeit anbelangt. Die gereifte Männlichkeit ist da in einer wunderbaren Ruhe, in einer entspannten männlichen Energie. Und von einer stillen Freude getränkt. Und spürt auch die Verbundenheit zu vielen verschiedenen Lebensthemen und konnte so für sich auch die Weisheit daraus ziehen. Und das ist das Ziel für einen jeden von euch. Das Ziel, die Lebensleinen locker zu lassen. Im einen oder anderen Fall aus Liebe zu euch selbst, aus einer hohen Wertschätzung euch selbst gegenüber, das Handtuch zu werfen
und die Dinge gut sein zu lassen. Es gibt keinen Leistungsdruck außer dem, den ihr euch selbst auferlegt und wo ihr glaubt, dass das die Wahrheit wäre. Das Einzige, was zählt, ist, ob ihr glücklich seid mit dem, was ihr tut und was ihr seid. Und wenn das, diese so einfache Information in euch gesackt und angekommen ist, so vieles in eurem äußeren Leben wäre nicht mehr bedeutungsvoll. Und ihr würdet euer Leben auf ein Minimum reduzieren. Und das Glück in euch finden. Die Philosophie der Weisheit der Männlichkeit ist eine einfache. Sie ist im Einklang mit allem, was ist. Und spürt eine sehr tiefe Liebe in sich. Und Ruhe. Und tiefe Entspannung. Tiefe Entspannung. Tiefe Entspannung. Wenn ihr in diesem Zustand seid, dann wisst ihr, dass ihr ehrenhafte, gereifte Männer geworden seid. Und so wünschen wir euch von Herzen alles Liebe, so viel Vertrauen für eure Lebenspfade und dass ihr es zulasst, euch zu entspannen und loszulassen. Macht es gut und tragt euch Sorge.